Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ja, ich teste nämlich gerade hier noch die Powerbank, noch nebenbei. Und ich will jetzt, boah, das Piepton, das ist echt nervig. Das nervt mich. Also, jetzt, ich hatte ja schon mit euch ausgepackt und wollte den Tag halt nicht machen, weil mein Handy leer war und ich hatte ja noch hier noch Zeug zu tun. Machen wir jetzt heute. Und dafür nehmen wir auch die Kabel alle raus. So, nehmen wir uns den Archer. Also Firma heißt Archer. Da seht ihr. Und das ist jetzt so eine Bluetooth Powerbox. Bin mal gespannt. Ich habe da jetzt. Bin mal gespannt, vor allen Dingen auch vom Sound her. Soll ja eine eingebaute Batterie sein. Ah, jetzt ist er an. Bluetooth Mode. Die sagt uns das wenigstens an, das finde ich schon mal gut. So, jetzt gucken wir mal. Muss ich erstmal meinen Bluetooth anmachen. Dann gucken wir mal, was Bluetooth Mode. Das sagt es uns schon mal an. Ach, hier haben wir glaube ich. Ach, das ist Strom, guckt mal. Unten blinkt es für Bluetooth und oben 2 von 3 für Strom. Das ist ja cool. So, und jetzt suchen wir mal Scan hier. Der hat hier was gefunden, ECM14. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Verbunden. Das ging aber schnell. Da hat nicht mal ein PIN gefragt oder so. Finde ich vielleicht. Also ist ein bisschen von Nachteil, wenn man am Strand ist und irgendeiner sucht und ruckzuck ist man da dann angemeldet. Da hätte ich mir eine PIN gewünscht, die man dann variieren kann oder so. Ist eher suboptimal, aber naja. Wir gucken mal, was das Ding an Power hat. Wir gehen auf MP3. Dann machen wir das mal an hier. Kommt ja schon ja nicht mal so schlecht. So, ich mache mal nochmal zum Anfang. Muss den Content-ID aufpassen, sonst würde ich euch das ganze Lied hören lassen. So, weil man kann sich ja auch irgendwo ranhängen. Hört sich ja nicht mal so schlecht an, der Sound. Ah, ich kann hier sogar. Ich kann jetzt mal mein Handy lauter machen. Ui, mein Handy war noch leise. Also wenn ihr das angeschlossen habt, wenn ihr das Ding lauter macht, wird nur das Ding lauter, nicht im Handy. Das Handy müsst ihr separat laut machen. Also dafür ist das schon mal ein guter Klang, würde ich sagen.
Funktioniert mit dem Drehteil hier auch ganz gut. Auch wenn ich jetzt hier Pause drücke, also wenn ich hier drauf drücke, da geht Play oder Pause halt. Mal gucken, was haben wir denn noch schön? Das habe ich nicht noch was von mir? Habe ich nicht noch was ohne Content ID? Titel. Titel. Achso, das ist. Ich habe nichts mehr. 11 Titel. Alben. WhatsApp-Alben. Motorhead. Ja. WhatsApp-Audio. Habe ich da irgendwas drin? Nee, da hab ich nur Motorhead. Motorhead. Ich habe hier noch nichts auf dem Handy großartig drauf. Aber wir sind da zu Hause. Ich bin da doof. Machen wir einfach mal so. Ich bin da zu Hause. Und ich habe ja nicht Content-ID auf meine eigenen Videos. Bin doch clever. Oh, der Piepgeräusch vom Akku geht mir jetzt echt ein bisschen auf den Puffer, ey. Mann. Ich habe ja nicht Content-ID auf mein eigenes, weil ich bin ja ich. Und ich mache über mich ja Videos. Mit mir. Bin so nett und mache mit mir selber Videos. So ist es. Miezekatzen. Meine Videos. Miezekatzen. Digga. Der hat schon wieder Anwandlung, der Kater. So, was haben wir denn Schönes? Nimm wir was Neues. So, die sind alle schon öffentlich. Nehmen wir mal das Vor-Unboxing vom Aspire. Das ist mein Intro. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Vibriert ein bisschen. Und ich habe gerade ein Päckchen gekriegt. Au. Beziehungsweise ich habe den Expressfahrer in der Stadt getroffen. Hier. Nachdem ich meine Tochter in Hort gebracht hatte. Und ja, ich habe meine Kündigung zu Vodafone gebracht. Und da habe ich ihn dann getroffen. Ich habe hier vorne eine Taste. Weil er sagt, hat er beim Nachbarn abgegeben. So, ich dachte, ich kann dir jetzt einen Weg ersparen. Sagt er, ist schon erledigt. So, und jetzt werden wir mal hier reingucken. Express, wisst ihr ganz genau, von wo es kommt. Kommt nicht von hier, kommt von außerhalb. Ich habe nämlich jetzt hier nochmal laut und leise Tasten. So, auch ein bisschen Vor-Unboxing. Nee, geht nicht. Mal, stimmt, wollte ich ganz vergessen. Wir haben hier einmal, kann ich euch zeigen, da, ein Pegasus, ein neuer Pegasus. Jetzt ist er aus, ich habe sie jetzt komplett ausgemacht. Automatisch wird das Video oder das dementsprechende Lied, was ihr gerade hört, sofort pausiert. Ist wieder an. Bluetooth Mode. Bluetooth Mode. Ist was verbessert? Hoppala. Und da ist er. Ja, das funktioniert auch recht zügig. Der fragt jetzt nichts Großartiges nach oder so. Jetzt machen wir das mal aus. So, da seht ihr gleich, seht ihr, dass es blinkt. Der neue. Jetzt ist nur noch mein Handy an. Ich hoffe, es bleibt nicht so blinken, weil das geht mir auf den Puffer, ey. Also das, wenn die Bluetooth-Mode... Jetzt habe ich gesagt, verbinden. Also er macht es, wenn ich Bluetooth-Mode ausmache, auslasse und wieder anmache,
verbindet der das nicht automatisch. Muss ich im Handy dann wieder machen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Deswegen werde ich lieber nichts sagen. Ja, meine Vermutung ist recht. Coils haben sie mit dazu gepackt. Hm. Ich habe hier sichere Verbindung. Mach ich das Ding nochmal aus, nochmal an. Ah, hier, jetzt hat das. Jetzt blinkt das nicht mehr. Ah, jetzt ist es komplett aus. Weil der mit dem Blinken geht mir auf den Puffer. Obwohl, wenn man es irgendwo ranhängt, das sieht man nicht. Bluetooth Mode. Fühlt das jetzt einfach mal zu vertrauensvoll den hier reden dazu. Das sind die blauen, das sind die. Warte, da muss ich meine Lesebrille. Funktioniert. Jetzt weg aber. Setzen. Die habe ich nämlich nicht bereitgelegt. So, Bluetooth ist jetzt aus. Ihr habt gehört, ist automatisch abgebrochen. Das blinkt auch hier gerade wieder wie so ein, weiß ich was. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet nicht blau, es blinkt blau. So, denn hier sind auch beides die gleichen, also nicht für Mikrofon oder Kopfhörer oder sonst, beides mit zwei Strichen. So, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite hinten, da haben wir dann unter diesem Gumminippel, haben wir dann versteckt, da seht ihr, mit Micro-USB, hier haben wir auch noch so einen SD-Karten-Slot und da ist das für Kopfhörer, beziehungsweise den Kabel. AUX Mode. Was? Blut. Bluetooth Mode. AUX Mode. Okay. AUX Mode. So, hier wird auch gleich gesagt, empfohlenes Gerät. Sind die... Das ist wieder leise. Ja. Keine Ahnung. Ich vermute, dass es wie beim Pegasus 1, dass die blauen die nicht Sub-Oben-Köpfe sind. Nee. Also wenn ich hier laut und leise mache... Nickel 200 und Titan. Nee, hier ist Nickel 200, ist hier rot. Wir haben hier Nickel 200. Aspire hat jetzt Nickel 200. Die sind aber bei Aspire rot anstatt blau. So, und das sind dann die... Ich denke mal, das werden dann die Titanköpfe sein. Das Titanblaue ist und Nickelrot bei Aspire. So. Finde ich aber jetzt gar nicht mal so schlecht. Selbst über Kopfhöreranschluss funktioniert. Bluetooth Mode. Und dass es sagt, das ist manchmal vielleicht etwas lästig, aber gut, dass man weiß, was man hat. Mich stört halt nur dieses Blinkende. Ich mag es nicht, wenn es blinkt. Ja, wenn es aus ist, dann sollte es aus sein. Aber guck mal, jetzt ist es an, jetzt blinkt es langsam. Passt mal auf, was passiert, wenn ich jetzt Bluetooth gedrückt halte. Jetzt ist Bluetooth Mode out. Bluetooth Mode aus, Mensch. Und jetzt, seht ihr das? Da wird man randöse. Überlegt mal, das Ding liegt irgendwo im Kopfende da auf Badanstalt oder was weiß ich. Und auf immer ding, 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 ding. Voll die Disco. Da wird man randöse im Kopf.
Aber so Verarbeitung ist gut. Also ich werde nochmal ein Hardware-Video extra machen. Das hat sie verdient. Hier, weil auf den Haken muss ich noch ansprechen und so. Aber ich finde es... Also ich finde, so ist das eine geile Möglichkeit für mich jetzt unterwegs, meine Mucke mitzuschleppen. Wenn ich jetzt Mucke hören will. Einfach an den Rucksack ran und Heide Witzka, Herr Kapitän. Oder wenn Autoradio mal kaputt ist, das Auto hat auch USB, kannst ja mit Strom versorgen, legst du irgendwo auf Armaturenbrett und dann verbindest du mit Bluetooth oder mit Kabel, hast du eine billige Anlage, auch nicht schlecht. Aber hier ist es halt nur angedeutet. Hier haben wir dann nochmal da den Ausgang der Boxen. Dann haben wir dann da, da und da, also auf allen drei Seiten. Finde ich so an sich eine gute Möglichkeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und dass der Sound so schön kommt. Also der, ich finde den Sound hier wirklich, es ist keine Anlage. Leute, wir müssen uns im Klaren sein, wir haben hier nur zwei Boxen drin, wenn überhaupt. Es ist keine Dolby Surround Anlage, es ist keine High-End Anlage, aber für das kleine Ding macht es einen guten Sound. Ja, also da müsst ihr euch im Klaren sein, das ist keine Dolby Surround Anlage. Dass ihr da nicht den Bomben-Sound wie zu Hause rauskriegt, darüber müssen wir uns nicht streiten, das ist normal. Aber ihr kriegt einen guten Sound raus und das Ding haut ordentlich an. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Das Einzige, woran ihr denken müsst, wenn ihr laut und leise macht, ihr macht nur das Gerät laut und leise, nicht das Handy. Also bei mir jedenfalls, bei meinem S5 nicht. Im Handy, wenn ihr komplett laut macht und sagt, ist aber immer noch so leise, mal Handy gucken, Handy laut machen, dann wird das hier auch lauter. Ja, so, das soll's, jetzt muss ich aber hier erstmal ausschalten, ja. Erinnert mich irgendwie an Windows-Sound, ja. Bluetooth Mode, ja? Aber wenigstens sagt es an, das finde ich schon mal toll. Ist ein geiler, ich stehe auf so kleine Gimmicks. So, das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Ich gucke mir nochmal den Kabel an hier, der mit bei ist. Da steht nicht Archer drauf oder sonst irgendwas dergleichen. Ich verabschiede mich jetzt. Ahoi, sagt euer Odin.